Willkommen zusammen zu einer neuen Folge vom LS17 auf der Map Gemeinderade zusammen mit dem Werner von den Burningamers und dem Randy. Hallo. Hallo, guten Tag. Du hast das komplette System durcheinander gebracht. Ja? Ja. Wenn ich die Folgen später sortiere, dann denke ich mir, hä? Zweite Folge, also, Ansgar hat anmoderiert, war das nicht eigentlich Werner? Wenn ich die Folgen falsch hochlade, bist du dran schuld. Hatten wir das nicht immer so, dass ich als Zweiter? Ich? Ja. Werner? Nee. Ich nein, war, nein, nee? Nein, nein. Sicher? Das war schon richtig so, der Ansgar, ja. Ja, ja. So, wollte ich das sagen. Okay, bin ich ja so gut. Top motiviert und fit irgendwie. Hast du eine Capri-Sonne getrunken, sogar, oder ich? Ich kann sogar LKW fahren heute. Wie viele Kühe soll ich eigentlich kaufen? Ich habe jetzt erstmal... Wir haben Köln. Kein Geld mehr da ist halt, ne? Okay. Ja, dann, würde ich sagen, machen wir. Nee, aber was war denn da? Ich meine, der Montag, wir nehmen jetzt noch am Montag auf für die Zuschauer, den 29. Was war denn so deine Motivation heute in dem Montag? Ich meine, ich bin zwar auch gut motiviert, weil ich einfach noch Messer gezogen, aber ansonsten... Ich glaube, das ist auch der Grund für die Verwirrung. Du bist so im Siegesrausch, dass du vielleicht, weiß ich nicht, das alles ausgeblendet hast, wie die Reihenfolge war. Du ziehst ja ein Messer nach dem anderen. Ich habe mir die heutige Folge vorhin noch angeguckt, als ich nach Hause gekommen bin. Hier wieder ein 200-Euro-Messer oder was war das, ne? 196, ja. So. Immer bei der... Wo kommst denn du her? Da fährt hier Querfeld ein. Ja. Aber am geilsten fand ich die Aktion zum Schluss tatsächlich, wo du dich dann umgedreht hast und gesagt hast, ich guck nicht hin. Ja. Ja, die Leute bescheinigen mir auch schon komplette Dummheit. Jeder würde sich freuen, wenn er so eine Scheiße zieht und du rechst dich drüber auf, dass du nur gewinnst. Ah, weil ich will ja wenigstens einmal den Beweis haben, dass ich auch mal auf der Kackseite verlieren kann, aber... Oh. Wenn er weiß, was ich glaube... Was denn? Ich glaube, der Randy, der kommt nicht mit dem Klick irgendwie in einem normalen Auto oder so dann irgendwie auf die Farmcon, sondern er wird in so einer Stretch-Limousine vorfahren und dann erstmal... Die Champagnerkorken knallen. Genau. Die Stretch-Limo kann ich mir dann 10 Minuten für das billige Geld mieten, meinst du? Nee, glaube ich nicht. So viel ist es. Es sind zwar Summen, also es ist schon, wenn man überlegt, das ist für so einen bescheuerten virtuellen Gegenstand der Zwiller. Mit der Aufwand? Mit der Aufwand geht Aufwand ja. Ist das ja ein sehr guter Ertrag, würde ich sagen. Ja doch, ja, ja. Ja gut, was hier, ja doch, es ist schon Aufwand, ne? Du musst einzahlen und musst einen Knopf drücken. Ja, ja, aber das ist das, ja gut, aber dann musst du ja auch noch Glück haben. Ja, aber das ist ja so. Kein Aufwand. Aber, ja, würde ich auch sagen. Also das kann ich jetzt nicht als Aufwand abrechnen, glaube ich. Also das kannst du, versuch's mal. Ja. Deiner letzten Lohnabrechnung, ne? Glück, ne? Ja. Ich habe eine Kundin mehr bedient, das war Glück. Macht 50 Euro mehr. Ja, also, er versucht es mal abzurechnen. Ich weiß nicht so genau, wie das dein Chef sieht. Aber, ja. Gut, wie gesagt, klar, für den Aufwand sind das natürlich. Wenn du es überlegst, dass es virtuelle Items sind, ist es eigentlich noch bekloppter, dass die überhaupt solche Wert, wie nennt man das? Wertangaben haben. Aber ist halt nur so, ist halt ein. Keine Ahnung, als wie wenn du, keine Ahnung, damals mit Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon-Karten gedealt hast, ne, also... Aber, Randy, eine Sache vielleicht noch. Ja. Vielleicht könntest du mal so ein kleines, nur ein kurzes Video machen, was die ganzen Symbole heißen. Du sagst immer so Stat-Track und noch irgendwas. Ich habe ja keine Ahnung, was das alles heißt. Ich auch nicht, ich freue mich dann immer mit dir, aber... Also, du sagst zwar, das ist nur Stat-Track, das ist nur das, und ich sag... Ist das jetzt viel oder wenig, Junge? Sag mal was! Ja, gut, weiß es nicht. Die Preise stehen ja da. Nee, Stat-Track ist ja im Endeffekt, StatTrak ist ja im Endeffekt ein Symbol, in Anführungsstrichen. Was ist ein Symbol? Es ist ja eine Bezeichnung dafür, dass die Waffe, an der Waffe so eine Art Zahlenblatt dran ist, in Anführungsstrichen, eine digitale Anzeige, die deine Kills zählt. Also aber deine Abschüsse im Endeffekt. Aber woher weiß man denn das? Ja, das steht ja da. Wenn du die Waffe ziehst, steht dann ja da, was weiß ich hier, AWP, Asimov, StatTrak steht dann ja im Endeffekt mit da. Und diese Waffen, die natürlich die Abschüsse zählen, sind natürlich mehr wert als die Waffe, also die gleiche Waffe ohne diese Eigenschaft.
Ah. Ja. Das ist ja, weil das ist ja Special im Endeffekt. Dann gibt es ja noch, wie gesagt, verschiedene Qualitätsstufen von Factory New über Minimal Rare, über Field Tested, über Rare One oder beziehungsweise im Deutschen Fabrik neu, minimale Gebrauchsspuren, Einsatz erprobt und abgenutzt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Schöne deutsche Übersetzung wie immer. Und das richtet sich natürlich auch dran. Also besser das Scheißding natürlich aussieht, desto wertvoller ist es. Und es gibt Waffen. Und es gibt halt Waffen, die sind 10 Euro im abgenutzten Zustand wert. Die haben aber dann mal Factory Renew, also ne, im perfekten Zustand schon mal einen Wert von 200 Euro, was weiß ich. Aber wo kommen denn die ganzen Items her, die was das so benutzt sind und so weiter? Ja, die ziehst du ja direkt bei Steam selber. Also muss ja auch jemand reingemacht haben, oder ist es einfach Nee. Das ist also, wenn du bei Steam, also im CSGO, selber Kisten öffnest, werden diese Items, also die Kisten kosten da Geld und die Schlüssel kosten dort Geld, ne? Also die Kisten, ne, und die Schlüssel brauchst du, um die Kisten aufzumachen, logisch. Oh! Was machst denn du? Alles und gut. Wenn du bei Steam Kisten öffnest, die Items, die da rauskommen, die werden zufallsgeneriert. Ne? Also du drückst da drauf, investierst da glaube ich 2,48 Euro für so einen Schlüssel und das Item, was dann rauskommt, wird zufallsgeneriert. So, das hast du bei den Gambling-Seiten nicht. Bei den Gambling-Seiten siehst du nur das, was die Seiten auf Lager haben. Und von dort aus kommt im Endeffekt alles. Und so hat halt alles angefangen. Ne? Ja. Und mittlerweile sind ja aber Millionen von Skins im Umlauf, ne? Und die werden eigentlich nur jedes Mal umgeschlagen. Oder wenn halt neue Skins rauskommen, wie jetzt vor kurzem, da kam halt eine neue Operation raus mit neuen Skins. Ja, die sind erstmal bei Steam, dann bleiben die erstmal eine Woche dort, weil du die nicht handeln kannst und dann werden die genauso wieder im Umlauf gebracht. Und so zieht sich das halt hin und her. Es gibt welche, die sammeln die Dinger, weil sie halt wirklich CSGO spielen und die dann halt im Spiel halt auch präsentieren. Ja, und es gibt halt welche wie mich, die machen halt einfach nur die Seiten auf, wissen teilweise nicht mal richtig, wie man die Dinger ausspricht und keine Ahnung, ziehen halt da tausende von Euros raus. Das heißt, um hier das Glück zu haben, muss ich nicht automatisch CSGO oder CS-Spieler sein, oder? Nö. Du kannst auf seine Gambling-Seite gehen, kannst da $300 einzahlen und kannst für das Geld Kisten aufmachen. Dann kriegst du und die meisten Seiten, da steht sogar noch da, wie viel die Kacke wert ist. Ja. Dann lässt du dir die Kacke auszahlen, haust die auf Marketplace und machst damit richtige Kohle und fertig aus. Und kaufst dir davon, keine Ahnung, eine Kugel Eis. Nice. Da musst du keinerlei Kenntnisse von CSGO haben. Ich meine, klar, wirst dann, ich habe viele Kommentare, die unten drunter stehen. Was für ein Spasti, weißt du, spielt nicht mal CSGO und zieht da solche Dinger raus, ist doch scheiße. Ja, ist doch so. Ja, ist doch egal. Oder halt, oh, jetzt erst am Montag vor kurzem, dass der gambeln darf. Das ist ja, dass der gambeln darf, der kann nicht mal die Namen richtig aus. Ich habe unten drunter geschrieben, wenn du einmal 18 bist und eigenes Geld verdienst, dann darfst du auch gambeln. Ja, ja. Genau. No, das ist ja jetzt nicht das Problem. Nur nicht mit meiner Misskreditkarte spielen. Das ist böse. Gut, bringt ja eh nichts, weil das akzeptieren sie nicht. Ja, die schüsseln sich ja auch ab, aber ja. Im Endeffekt ist es eigentlich wie Online-Casino halt einfach nur ja, mit Skins, mit Bildern. Mit virtuellen Eigen-Items. Kannst du, hätte der LS beispielsweise, würde es für LS Skins für die Traktoren geben, die man im Steam-Market tauschen kann, würde sich dafür genauso einen Markt finden. Eine neue Geschäftsidee ist geboren. Ja, Giants, falls ihr das hört, der Kontakt steht hinten im Kanal drin. Vorher mich anschreiben, nicht selber machen, sonst gibt's Ärger. Lässt sich umsetzen. Das ist ja nur das geringste Problem. Steam ist ja mit allen integriert. Ich meine, es gibt ja auch Trading Cards für ein LS. Das ist ja für die auch noch, ja, keine Ahnung, mal kurz ein paar Karten designen und fertig aus, weißt du? Ja, klar. Also von daher, das könnten die auch einführen. Die könnten ein eigenes Handelssystem auch im LS halt machen. Haben sie bis jetzt halt nur noch nicht gemacht. Gut, dann ist natürlich auch, wie viele Leute machen das und wie geht das im Umlauf und bla bla bla. Ne? Also. Aber es kann dann schon mal sein, dass dann so der. Ja, gut, dann ist es immer so die Sache, wollen das die Hersteller, wollen sie es halt nicht. Ne? Das ist ja genauso die nächste Sache. Ja, weil genau. Ich mal sagen kann, hier, Klaas Lexon, Totenschädel-Skin, ne? Sieht geil aus, dann hat Diamanten vorne als Lichter, ja, 100 Euro. Wird bestimmt welche geben, die das dann kaufen, ne? Aber das ist dann hier auch die Sache im Multiplayer, wie gleich sie die ganze Kacke wieder abschmeiden. Das geht, ne? Aber nicht auf der Basis, auf die Giants arbeitet. Da geht's natürlich nicht. Deswegen. Ja, das wär's noch. Das wär's. Ich wär dafür. Aufgemotzte Traktoren. Ich wär dafür. Warum nicht? Kann man alles machen. Voll unrealistisch. Ach,
wie die Hälfte für den Spiel. Aber hast du mal gesehen, wenn du wirklich so einen Fanaten hast, ne? So einen Trecker-Fanaten, was da für ganzen Sticker und was wie der Traktor hergerichtet ist? Ja, stimmt. Ja, sowas. Ja, Wahnsinn. Also, das könnte ich mir tatsächlich wie beim ETS vorstellen. Ja. Da hat man ja auch die Möglichkeit, ganz viele Sachen so reinzuhängen, so Fähnchen und so. Und solche Sachen, also dass man sein Cockpit quasi anpassen könnte, so ein DLC rauszubringen, das wäre bestimmt ganz cool. Aber ich weiß nicht, ob das technisch so möglich ist, vermutlich nicht. Das geht ja. Naja, nee, stimmt. Also, weil jetzt ist ja zum Beispiel so, hat einer ein Skin-DLC. Was ist ich, dass du da Wikinger drauf hast und der andere hat das nicht, sieht da diesen Skin nicht, sondern sieht den LKW einfach nur in irgendeiner Farbe. Das ist auch ein bisschen dämlich gemacht, ganz ehrlich, aber. Oder einer hat das High Cargo Package, ne, hat hinten eine Lok drauf, der eine, der das DLC nicht hat, der sieht den anderen nur mit einem leeren Trailer. Aber nee, das finde ich gar nicht schlimm, also das finde ich ja nicht ganz gut gelöst. Naja, eigentlich, und die haben jetzt auch ein System gefunden, wie sie es machen können. Also eigentlich sollte es jetzt überarbeitet sein. Ach so? Ne, ich weiß nur, wo das noch mit diesem normalen High Charco Package ist, also mit den Helikoptern und den Booten. Dann war das so, hast du das DLC nicht gehabt, hast du nur leere Trailer gesehen. Ja, genau. Genau. Das hat sich, es soll aber jetzt irgendwie ein System gefunden worden sein, wie das umgehen ist. So ist mein Stand. Vielleicht bin ich auch falsch informiert. Also, ist ja schon mal cool, weil ich fand, sah halt kacke aus. Ja, gut. Ich meine, du hast ja auch bestimmt alle DLCs, oder? Nö, also ja, die wichtigsten DLCs habe ich, ja, aber ganz ehrlich, ich brauche jetzt nicht Romania oder Ungarn oder Türkei-Skins, das brauche ich alles nicht, ne? Also, für jede Land da 99 Cent DLC dann auszuhauen, also halt die so fest. Naja, das brauche ich nicht beim besten Willen nicht. Ich bin heute erst, also zum Aufnahmezeitpunkt, ein bisschen privat gefahren. Oh, schlimm. Fährst du nach Dortmund rein, verstehst nix, weil irgendeiner die ganze Zeit, lass es Russisch gewesen sein, über den Chat irgendwas durchsprüllt. Fährst aus Dortmund raus auf der Autobahn, willst eigentlich nur 100 oder 200 Kilometer Richtung Frankfurt und schon kompletter Stau innerhalb von 3 Minuten, bestimmt die ganze Autobahn voll, kein Admin auf dem Server. Guckst du nach vorne mit der Flycam, was los ist, ja, da hat sich... Der Russe hat sich dann halt gedacht, alles klar, ich hänge meinen Trailer in die Ausfahrt und mein LKW stelle ich quer auf die Autobahn, sodass keiner, das ist so eine verengte Spur, also sprich Abfahrt und dann so eine verengte Spur, wo es nur eh mal geradeaus geht. Ja. Und stellt sich dann halt hin. Kein Admin da, keiner kann was machen. Richtig gut. Ich hatte Gott sei Dank einen Schwerlast-Scania, ne, Liftachse runter, durch den Acker durch, auf eine andere Autobahn, wird er gewendet und dann andersrum halt drauf. Es ist... Ja, ETS ist Multiplayer teilweise sehr schön, aber teilweise auch sehr nervig. Ja, gut. Klick fordert schon eigentlich, dass es Führerscheine geben sollte, um in den Multiplayer überhaupt reinkommen zu dürfen. Zum Eignungstest. Neue Admin-Tools habe ich, die Information stimmt tatsächlich, habe ich erfahren, die das irgendwie auch dann nochmal besser machen sollen. Ich meine, so. Die Admins haben einen schweren Job, ohne Frage. Ich glaube, die kriegen da pro Minute 80 Anfragen rein. Oder hier eine Tickets und die ganze Kacke. Ich kann mir schon vorstellen, dass die nicht hinterher kommen. Weil halt jeder hin zum Kunst dort fahren darf. So. Wer möchte vielleicht mal den Futtermischwagen nehmen und entsprechend ein bisschen Futter den Kühen geben? Wasser habe ich schon reingetan. Kann ich gerne machen. Sie auch noch. Muss aber irgendwer den Rode übernehmen hier. Oh, komm her. So. Die Maschine? Drive Control. Ja, Drive Control vor die Winden. Nee. Alles gut, nichts passiert, Ansgar. Würde ich auch noch sauber machen. Ich dachte, du kommst nur zurück, um nochmal. Tatsächlich an deinem LKW entlang geschliffen. Das war meine erste Befürchtung. Und dann dachte ich mir, kommt nochmal zurück, weil er auch. Hättest einfach nichts sagen sollen. Ja, besser wäre, ne? Ich bin einfach zu ehrlich. Ja. Das ist for Hidden Run. Das ist strafbar. Toll finde ich ja, dass das.
Wenn man von außen mit dem Kercher säubert, dann ist das Lenkrad auch sauber. Hm. Die Fußabdrücke innen drin. Das ist ein Ding, ne? Naja, ne, das ist wie bei deinem Bus, ne? Ist halt auch drinnen Land unter. War übrigens nicht nur auf der Hinfahrt, sondern auch auf der Rückfahrt so. Und da habe ich mich gefragt, ob das jetzt der gleiche Bus ist oder nicht. Das war alle ein anderer Busfahrer. Da hab ich gedacht, auch ist nicht mal mein Problem. Da, ja. Aber ist das so? Na gut, doch, hast ja schon mal gesagt, die Infrastruktur ist ja bei euch eigentlich so ganz gut, dass es sich nicht lohnt, mit dem Auto zu fahren, oder? Ja. Wenn du von A nach B willst. Also, man muss, ich glaube, bei mir, ich kann viermal in der Stunde mit einem Bus fahren. Das finde ich eigentlich ganz okay. So, wir sind aber auch schon am Ende angekommen. Das heißt, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Schaut gern beim Werner vorbei, schaut gern beim Sachsen-Let's-Player vorbei und schaut auch morgen wieder vorbei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.